So, ein wunderschön. So, was geht hier ab? Ach, du kommst mal weg. So. So, halt. So, sehr schön. Okay. Ja. Wir sind in der letzten Folge fachgerecht gestorben. Und wenn wir Glück haben. Betonung auf, wenn wir Glück haben. Sehen wir von hier aus. Unser Haus. Die Sache ist, es ist zwar dunkel, das sorgt zwar dafür, dass wir unsere Fackeln besser sehen. Aber. Die Frage ist halt, wie weit ist unser Haus entfernt? Vielleicht ist es auch so weit entfernt, dass wir es sowieso nicht sehen können. Und wir sind halt umgeben von Monstern. Weil es ist dunkel und alles. So, ich werde mal die Sichtweite ein bisschen erhöhen. Und dann gucken wir mal, ob wir von hier aus irgendwie ein Haus sehen. Ich weiß auch gerade echt nicht, wie weit wir gelaufen sind oder in welche Richtung wir gelaufen sind. Oh Gott, wir werden hart sterben. Ja, der Mond ist mitten am Himmel. Aber kann sein, dass die Welt nicht weiter aufbaut, oder was? Machen wir hier ein bisschen Feuer. Aber ich glaube, nö, mehr kommt nicht. Und da hinten schon der erste Zombie-Line. Die Frage ist, in welche Richtung sind wir am Anfang gelaufen? Ich weiß es nicht. Was? Ah klar, wir werden natürlich direkt vom Monster verfolgt. Hier laufen auch überall welche rum. Boah, hier laufen echt überall welche rum. Der ist schon der Nächste. Digga, wie willst du denn hier nachts überleben? Ist ja wie nachts im Museum, nur ohne Museum. Gut, die sind zum Glück relativ reaktionslangsam. Man kann sogar an denen vorbeilaufen. Ohne dass sie rechtzeitig registrieren. So, wir laufen jetzt. Mit Richtung der Sonne, des Mondes, also auf jeden Fall mit der Richtung. Das heißt, wenn wir krepieren sollten, werden wir nächstes Mal einfach in eine andere Richtung laufen. Ich nehme doch ein bisschen höhere Sichtweite. Wir müssen darauf hoffen, dass wir unsere Fackeln wiederfinden. Also das mit den Bäumen ist ja echt ein bisschen blöd gelaufen, ne? Ich meine, wir hatten extra Bäume, damit wir ein paar Äpfel haben, und dann haben die ganzen letzten Bäume keine Äpfel gespawnt. Das ist ein bisschen, ja. Ich will jetzt nicht sagen deprimierend, aber doch schon grenzwertig. Vor allem, ich sehe halt auch keine Ruinen, kein Nichts, kein gar nichts. Selbst wenn wir unsere Base aufgeben, brauchen wir irgendwie wieder neues Material. Ich glaube, da ist eine. Nein, da hinten ist eine Ruine.
Da hinten ist eine wunderschöne Form, echte Ruine. Alter. Kannst du bitte wieder Tag werden? Wir haben keine Fackeln dabei, wir haben nichts dabei. Mich wundert gerade, dass jetzt gerade so wenig Monster sind. Gerade eben waren es haufenweise. Wow, ein Holzschwert. Gut, die Richtung scheint schon mal Murks gewesen zu sein. Ich gehe mal in die Richtung. Weil wir hatten auch Schnee. Also wir sind irgendwo bei Schnee lang gelaufen, das weiß ich. Aber Schnee ist halt groß. Und hier ist uns überall Schnee. Das heißt, Schnee allein ist kein Indikator für Glück. Wetten, bis wir unsere Base wieder gefunden haben oder irgendeine andere brauchbare Base gefunden haben, sie sind wieder verhungert. Vor allem das Schlimme ist, wenn wir unsere Base wiederfinden, dann müssen wir sie zwar erstmal finden, aber wenn wir eine andere Base finden und uns neu ansiedeln wollen, dann müssen wir erstmal wieder eine Nahrung beschaffen und sowas alles. Das heißt, unsere einzige Option ist tatsächlich, unsere Base wiederzufinden, weil dann haben wir vielleicht das Glück, dass die Bäume, die ich jetzt gepflanzt habe, alle gewachsen sind und wenigstens vielleicht ein, zwei Bäume per Äpfel haben. Alter, ich sehe halt nicht mal, wo ich hinlaufe, wo ich langlaufe. Es ist so scheiße dunkel. Jetzt die Hunde leiden mit mir. Schnauze jetzt das draußen. Euer Rumbellen bringt mich jetzt auch nicht weiter. Ah Mist, der Mond geht unter. Das heißt, ich sehe unser Gebäude denn nicht mehr. Weil die Fackeln nicht mehr leuchten. Also nicht mehr heller leuchten als alles andere. Wir sind verloren. Okay, Hotel. Wir sind komplett verloren. Und ich finde auch sonst keine Ruinen. Alter. Ich glaube, den Weg, den wir am Anfang gegangen sind, war schon der vielversprechendste. Habe ich R aktiviert? Nee. Doch, hatte ich. Ich meine, ich habe auch so schon eine sehr hohe Sichtweite, einfach damit wir unser Haus wiederfinden können. Aber da hinten kann ich ja ultra weit gucken. Ist ja schon ein bisschen beängstigend. Okay, zugegeben, das Gebiet kommt mir ein bisschen bekannt vor. Vielleicht sind wir auf dem richtigen Weg. Oder wir laufen quer zum richtigen Weg. Das wäre ein bisschen traurig. So, auf jeden Fall da hinten sind wir gespawnt. Wir müssen jetzt gegen der Sonne laufen. Ja klar, Ronny. Lauf jetzt wieder in irgendwelche Höhlen rein. Darin bist du besonders gut. Nee, hier ist überall Wüste. Also hier können wir auf jeden Fall nicht richtig sein. Ich versuche mal die Wüste wieder möglichst schnell zu verlassen. Wo ist denn hier unten? Ist das Sandstein? Ja, sieht aus wie Sandstein. Oder? Nee,
Hä? Sand? Und was ist das? Ist doch auch Sand. Ja, ist beides Sand. Lol. Naja. Ich versuche mal den Bäumen da hinten zu folgen. Das sieht mir irgendwie ein bisschen vertraut aus. Allerdings sieht sowieso alles gleich aus, deswegen ich schätze mal, dass das ein Irrtum. Aber da wir sowieso am Rumrennen sind. Und schon wieder halb am Verhungern sind. Ich glaube das nicht. Bleibt uns hier auf kurz oder lang sowieso nichts anderes übrig. Nee, Mann. Das hier sieht mir nicht mehr bekannt aus. Hier sind wir falsch. Hier ist überall Wüste. Sag mal, das kann doch nicht richtig sein. Was ist denn mit dieser Welt passiert? Hier war früher alles grün. Das weiß ich noch ganz genau. Damals, als ich noch ein Kind war. Warum? Na klar, Ronny, klar. Geh wieder deinem Lieblingshobby nach und fall einfach in jede Kack-Höhle rein. Noch so ein bisschen hoch. Wo bin ich das langgelaufen? So, ne? Genau, hier muss ich lang. Hoffe ich zumindest, dass ich jetzt richtig laufe. Wenn nicht, laufe ich halt wieder zum Anfang zurück. Ist ja auch egal. Das war hier nie im Leben der Ort, wo wir waren. Hier viel zu viel Wüste. Und an so viel Wüste kann ich mich nicht erinnern. Vor allem, es sind ja auch keinerlei Ruinen. Von vorne anfangen können wir auch nicht. Weil einfach keine fucking Ruine ist. Wollt ihr mich verarschen? Tja, das heißt, wenn wir spätestens nächste Folge mein Haus immer noch nicht gefunden haben, dann war's das mit dem Let's Play. Hier ist echt gar nichts. Wir finden ja nicht mal die Ruinen, die wir letztens schon gefunden hatten. Also die, wo wir die Kisten bereits weggenommen haben. Das wäre jetzt höchstens Indiz dafür, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Aber wir haben hier gar keine... Boah, Alter. Kann ich erstmal da bitte rauf? Gar keine Ruinen. Okay, wir haben eine Ruine. Okay, es fängt wieder genauso an wie letztens. Alles außer, also wieder ein Sapling, gleich am Anfang. Aber ansonsten gar nichts. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mindestens einmal Wasser. Könnten überall Ruinen sein.
Wasser brauchen wir auf jeden Fall. Ich nehme schon mal einen Apfel, wobei, nee, macht keinen Sinn. Kriege ich wieder nur Schaden. Weil wir mittlerweile wieder so viel Nahrung verloren haben, dass sich unsere Herzen nicht regenerieren. Gut, hier kommen wir nicht rüber. Es kann doch nicht sein, dass wir jetzt gar keine Ruinen mehr finden. Wo bin ich überhaupt? Ich bin hier irgendwo mitten irgendwo hoch auf dem Berg. Ich komme hier gar nicht mehr runter. Oh Gott. Dieses Spiel hasst mich. Diese Map hasst mich. Yay, yeah, da hinten ist was. Die Sache ist nur, ich komme da niemals in dem hin. Ich komme da sowas von niemals im Leben hin. Okay, da hinten geht's runter. Oder? Nee. Oh, okay. Hier ist wieder ein Haus im Berg. Ja, Wasser. Ah, komm. Ja, damit, danke. Komme ich auch wieder raus? Ja. Achso, ich habe ja Erde dabei. Wir kommen sowieso raus. So, ich muss irgendwie da runterkommen. Dann können wir uns nämlich da hinten ein kleines Ding da zurechtlegen und können da wieder anfangen. Das Problem ist, ich muss da runterkommen, bevor wir verhungert sind. Und wir sind jetzt mitten auf dem scheiß Plateau. Was wollte ich eigentlich ver... Alter, hier geht's nirgendwo runter. Wo bin ich denn jetzt hier? Ach, okay, hier geht's runter. Alter. Da wirst du bekloppt irgendwann. Da fängst du irgendwann an, an deinem eigenen Leben zu zweifeln. Hätte ich mal doch auf Vater gehört und Anwalt geworden. Und wer Anwalt geworden? Okay. Halt, unsere ganze schöne Eisen ist alles weg. Ich möchte sterben. Gut, jetzt können wir uns da hinten, wie gesagt, eine kleine neue Base aufbauen. Ja, wir haben drei Quellchen. Ernsthaft jetzt? Na gut, wir senden, schaffen wir es noch. Dann bauen wir schnell Bäume an. Und hoffen, dass die erstbesten Bäume Äpfel spawnen. Und ansonsten heule ich mich heute Abend in den Schlaf. Oh, jetzt haben wir gleich zwei so eine Dinger. Einmal hier, einmal da hinten. Kann es sogar sein, dass es die waren, die wir letztens gefunden hatten? Ja. Okay, fuck. Was jetzt? In welche Richtung war denn unsere Behausung? War es in die Richtung oder in die Richtung? Weil da hinten, ne, da hinten sind auch so ein paar Bäume. Ich glaube, das war die Richtung, die wir gelaufen sind. Boah, der wird zwar kleiner hier. Okay, die Sonne geht nach links. Das schaffen wir nie im Leben. Ich muss erstmal hier einen Baum pflanzen. Sonst werden wir die Nacht nicht überleben. Und hoffen, dass der Bäume, dass der Baum Äpfel bringt. Na komm her. So.
Wachse, mein Freund, wachse. Hoch in den Himmel hinauf. Sei ein Held. Hallo? Wachs doch mal, die Sonne geht schon wieder am Unter. Ist schon wieder am Untergehen. So rum. Alter Schwede. Ich will genau das gleiche wie vorhin. Wir haben noch zwei so eine Dinger. Zwei so eine Kölchen. Also ich dachte, dass die Zombies hier unser schlimmster Gegner sind, aber ich glaube, da habe ich mich ein bisschen geirrt. Wir werden es bis dahin nie im Leben schaffen. Ja, ist ja schön, dass alles grün wird, aber kann man dann mal hier einen Baum wachsen? Und zwar bevor ich komplett verhungert bin. Vor allem, ich kann es auch nichts mehr machen, weil wenn ich jetzt noch was machen würde, dann würde ich dadurch noch schneller Nahrung verlieren. Das heißt, ich muss jetzt wirklich einfach stehen bleiben, bis dieser Kackbaum gewachsen ist. Und beten, dass er Äpfel trägt. Ansonsten brauche ich auch nicht mehr beten, dann kann ich mich einfach wieder selbst umbringen. Aber wir wissen schon mal, in welche Richtung wir laufen müssten. Und zwar wahrscheinlich so, dass die Sonne nach links geht. Also Richtung, wisst ihr geil wohin. Weil die Sonne kommt vom Norden, oder? Ist ja auch egal. Alter, kannst du jetzt mal bitte wachsen? Hallo, wachs doch mal. Ey, hallo Baum. Ich weiß, es ist unwahrscheinlich, dass ein Baum an einem Tag wächst. Normalerweise brauchst du 10 Jahre. Aber bitte mir zuliebe. Wachse sofort, wachse instant. Und trage schön viele Äpfel. Die Sonne ist gleich verschwunden. Ich meine, es wäre jetzt kein Problem, dass es dunkel wird. Weil die Bäume wachsen ja auch nachts. Aber dann haben wir wieder Monster. Und das wäre dann das nächste Problem. Ich krieg eine Krise. Ich krieg einfach eine Krise. Das ist so nicht in Ordnung. Es wird hier immer mehr grün, aber der Baum wächst nicht. Ich meine, wir verlieren auch zum Glück keine Nahrung. Weil wir halt nichts tun, außer warten. Es wird immer mehr grün, aber der Baum wächst nicht. Das ist bescheuert, ey. Die Sonne ist schon fast. Die Sonne, guckt euch an, die ist gleich weg. Gleich ist sie weg, gleich ist sie. Oh Gott. Da hinten müsste unsere Base sein. Weil da ist der Berg, ne? Das, wo der Ding da mitten um drauf war, wo ich runtergefallen bin. Genau das Ding müsste das da sein. Der müsste, wie gesagt, da hinten um unser Häuschen sein. Ich weiß halt nur nicht, ob wir in die Richtung gelaufen sind oder in die Richtung gelaufen sind. Aber in eine von den beiden Richtungen sind wir gelaufen und glaube in die Richtung. Weil da hinten ist Terrain, das sagt mir nichts. Der Berg da hinten sagt mir wiederum was, aber ja, da wo wir vorhin lang gelaufen sind, ist doch bescheuert. Sag mal, kannst du mal bitte wachsen? Also langsam, ich meine, wir haben Holzschwert, wir können uns verteidigen, aber die Frage ist, wie lange? Na mal. Okay, damit steht fest, wir werden wieder hart sterben und werden wieder irgendwo spawnen. Das heißt, wir müssen überlegen, wie wir am besten vom Spawnpoint in die Richtung kommen. Ich meine, wir könnten so loslaufen, dass wir die Sonne nach links gehend haben. Die Frage ist, der Spawnpoint müsste irgendwo da sein. Das heißt, vom Spawnpoint aus müssten wir... Das ist der Spawnpoint da hinten irgendwo. Ich weiß halt gerade nicht, wo der Spawnpoint ist. Ich gehe mal hier auf den Berg rauf.
verbraucht zwar wieder Nahrung, aber wir werden eh gleich sterben. Ah, genau, da hinten ist der Spawnpoint. Das heißt, vom Spawnpoint muss ich so laufen, dass ich der Sonne folge. Dann müssen wir genau da hinten hinkommen. Ja, schön. Die Sonne geht unter und wir sterben. Ich meine, hier kann uns ein Monster eher schwer... Obwohl, die können hier spawnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, wir sind gleich tot. Wir sind gleich tot. Oh, Alter. Also das Spiel ist definitiv erhöhter Schwierigkeitsgrad. Aber sowas von. Alter, der Baum wächst echt absolut. Ah, na geh. Und keine Äpfel. Ernsthaft jetzt? Gut, dann würde ich mal sagen, Kill Me gibt's nicht. Kill Walker gibt's auch nicht. Ja. Was tun wir jetzt? Und schon sterben wir. Und zwar tatsächlich nicht an Zombies, sondern wieder an Verhungern. Wasser mitnehmen. Können wir leider auch nicht trinken, ne? Vor allem ist es halt einfach schon wieder so scheiße dunkel. Es ist halt einfach schon wieder so kack, scheiße, dunkel. Ja, ein Sapling. Mal gucken, vielleicht wächst jetzt instant. Wobei jetzt auch gleich die ersten Zombies kommen. Wo bleiben die eigentlich? Man weiß es nicht. Oh, jetzt noch ein Zeppelin. Ach, dann da sind die ersten mal Zombies. Das Problem ist halt, man wird nachts. Also, wie gesagt, ich erkenne zwar ein bisschen was, aber auf YouTube, man wird halt nichts mehr erkennen können. Ich könnte doch mal wieder meinen Bildschirm sauber machen. Vielleicht würde ich dann ein bisschen mehr erkennen. Ich glaube, der erste hat mich schon gefunden, kann das sein? Nee. Die laufen immer noch wild kreuz und quer durcheinander. Ah. Herrlich. Herrlich. So, wir haben jetzt vier Bäume gepflanzt, oder? 1, 2, 3. Okay, ich sehe nur 3 Bäume. Haben wir nicht viel gepflanzt? Oh, der erste ist gewachsen. Aber natürlich ohne Äpfel. Der zweite hat Äpfel.
Er hat einen Apfel. Ah, nee, doch. Ja. Apfelbaum. Gut, so viele Äpfel sind sind leider nicht. Aber es reicht zumindest erstmal zum Überleben aus. Da können wir uns jetzt auf die Suche begeben nach unserem Eigenheim. Wie gesagt, es müsste in dieser Richtung liegen. Na ja, kommt wieder so ein Kack-Zombie. Unsere Herzen fühlen sich noch nicht auf, ne? Okay. Hey, wo ist denn der? Wo ist denn der? Alter Apfel. Ah, egal. So, das heißt, wenn wir jetzt in die Richtung gehen, müssten wir eigentlich unser altes Häuslein sehen. Weil es ja leuchtet. Wegen Fackeln und so. Und leuchtet da was? Noch sehe ich nichts. Aber die Gegend kommt mir verdammt bekannt vor. Ich glaube, wir sind hier richtig. So, nach den Hügeln da hinten müsste ich mein Haus sehen, wenn es hier ist. Wenn nicht, sind wir falsch rum abgebogen, dann müssen wir zurücklaufen. Okay, die Zombies sind doch wesentlich langsamer, als ich dachte. Weil im Manual steht drin, dass die Zombies extrem schnell sind, aber so schnell sind die gar nicht. Tja, also noch sehe ich mein Haus nicht, das heißt, wir sind wahrscheinlich doch in die falsche Richtung gelaufen. Da hinten ist doch Wüste. Wüste sagt mir nichts. Und das wiederum kann nur bedeuten, dass wir tatsächlich falsch sind. Gut, dann laufen wir doch in die andere Richtung. Das ist der Kackmond. So, in die Richtung müssen wir laufen. Der Mond müsste jetzt von rechts nach rechts gehen. Oh, kann hinkommen. Keine Ahnung. Weil wir hinten am Horizont immer die ganzen Blöcke noch nachleuchten, weil es da einfach halt hell war. Und die halt hier kein globales Lightning haben, sondern das Lightning pro Sektor berechnet wird. Das heißt, die Sektoren müssen halt nacheinander abgedatet werden. Und wenn die halt außerhalb der Sichtweite sind, dann werden die halt nicht abgedatet. Das heißt, erst wenn sie in den Sichtbereich reinkommen, werden sie nach und nach dann nachträglich dunkel gestellt quasi. Und deswegen blitzen am Horizont immer so eine hellen Flecken auf. Das irritiert natürlich super schön. Wow, Alter, den Zombie habe ich gerade gekonnt ausgewichen. Das wird natürlich super schön. Da hinten jetzt zum Beispiel ist alles hell, obwohl es eigentlich gar nicht hell ist. Das macht natürlich die Suche nach unseren Fackeln ein bisschen schwieriger. Oder zumindest näher nicht schwieriger, aber wir müssen halt aufpassen, dass wir uns von sowas nicht in die Irre führen lassen. Ja klar, Ronny. Stirb halt. Ich habe schon wieder nur 3 Herzen. Tja, wenn uns jetzt ein Zombie erwischt, sind wir gleich direkt tot. Ach, hier ist sogar das, wo wir uns letztens
Nee, da haben wir es gerade eben hochgebaut. Das war ja eine Dirtblock, den wir gesetzt haben, um da hinzukommen. Tja, in die Richtung muss jetzt irgendwo das Haus mit den Fackeln sein. Ansonsten bin ich komplett AFK, dann bin ich komplett. Dann gehe ich mich begraben. Kommen wir runter? Alter, ich sehe halt einen Scheiß. Vor allem, wir müssen halt auf irgendwelche Anhöhen rauf, damit wir weiter gucken können. Oh, Alter, hier schon wieder. Oh, ey. Wir werden so hart sterben. Oh mein Gott. Da hinten ist es ja. Warum da hinten? Okay. Yay, yeah, wir haben es gefunden. Und es ist tatsächlich in der Richtung, in die Sonne auf und unter geht. Das heißt, wenn wir nochmal krepieren, müssen wir einfach nur dem Mond folgen, quasi. Easy. Aber hoffentlich werden wir jetzt nicht mehr krepieren. Denn wir sind guter Dinge. Wir haben noch unglaubliche 3 Herzen. Oh, aber wir haben Äpfel. So, du gehst gleich mal hier irgendwo hin. Da zum Beispiel. So. Kann ich jetzt mit unser Leben wieder auffüllen oder so? Jetzt kommt ihr auch noch. Oh, unser Stuff. Kann ich das Schild nicht entfernen? Ist ja ein bisschen traurig. Oh. So. Aber wir haben jetzt endlich 2 Wassereimer. Und das wiederum bedeutet, wir können endlich erfolgreich Landwirtschaft betreiben. Das heißt, ich kippe den 2. Wassereimer direkt mal hier aus. Wait a second, es gibt kein Endloswasser? Wollt ihr mich verarschen? Na gut, das ändert natürlich die Sache ungemein. Ich pack dich dann da erstmal hier hin. Wie hässlich ist das denn jetzt bitte? Gut, es wird hell, das heißt die Zombies sind weg. Also, gehen gleich weg. Ah, Alter. Okay, gut, ich würde mal sagen, ich mache mal auch vollen Pause. Dann können wir in der nächsten Folge anfangen zu leben. Und nicht mehr immer nur dem Tod hinterher zu rennen. Alter. Das war aber heftig. Na gut, bis dann.